Über das Schiff, das wir hier auch gerade sehen, möchte ich sprechen mit Holger Kretz, mir zugeschaltet, Asset Manager bei Uniper. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Sehr gerne. Uniper betreibt ja das Spezialschiff. Wie wichtig ist insgesamt die LNG-Technik jetzt für unsere Unabhängigkeit, vor allem mit Blick auf Russland? Ausgesprochen wichtig, weil uns natürlich die Mengen, die aus Russland wegfallen, durch alternative Mengen über Pipelines, also aus Norwegen und aus Holland im Wesentlichen, nicht ausreichen, um die gesamten Gasmengen für Deutschland zur Verfügung zu stellen. Deshalb sehr wichtig, dass wir neues LNG nach Deutschland bringen, und dafür ist Wilhelmshaven ein erster hervorragender Schritt. Vier Schiffe soll es jetzt geben, vier Terminals. Wie viel Prozent unseres Bedarfs kann damit tatsächlich gedeckt werden? Ich kann hier nur für das Terminal in Wilhelmshaven sprechen, weil das das Einzige ist, was wir als Uniper betreiben. Wir werden hier mit der Esperanza 6% des gesamten deutschen Gasbedarfs decken können, also 5 BCM pro Jahr. Sie haben ja auch schon Pipelines angesprochen. In letzter Zeit ist die Angst vor Anschlägen auf die Infrastruktur ja auch gestiegen. Wir hatten das bei den Nord Stream Pipelines gesehen. Wie sicher ist Wilhelmshaven jetzt? Wie sicher ist dieses schwimmende Terminal? Wir haben als Betreiber natürlich alle Anstrengungen gemacht, gemeinsam mit den Bundesbehörden, hier das Terminal sicher zu errichten und sicher zu betreiben. Und das machen wir im Übrigen auch für alle unsere andere Infrastruktur, wie Kraftwerke und Gasspeicher, die wir in Deutschland und in ganz Europa betreiben. Wilhelmshaven heute der erste wichtige Schritt. Samstag dann die feierliche Eröffnung. Und ab wann ist dann tatsächlich das Gas so weit, dass wir es auch in unser Netz einspeisen können? Ja, in der Tat, diese Woche, nächste Woche ganz wichtige Termine für die deutschen Bürger und Bürgerinnen. Heute das Schiff, morgen erwarten wir die Genehmigung, übermorgen die Eröffnung. Nächste Woche Mittwoch werden wir dann das erste Gas in das deutsche Netz speisen aus der Esperanza, sodass wir über Weihnachten im Prinzip mit einer guten Gaslieferung hier aus Wilhelmshaven im deutschen Netz rechnen können. Können Sie uns Auskunft darüber geben, was das auch für die Preise auf dem Markt jetzt bedeutet, für die Verbraucher vor allem? Denn Flüssiggas bedeutet ja erstmal mehr Arbeit. Es muss jetzt angeliefert werden, dann muss es wieder zurückverwandelt werden in den gasförmigen Zustand. Kann es da eine Entspannung geben? Wird es sogar noch Steigerung geben? Was wird das wahrscheinlich mit den Preisen machen? Also die gute Nachricht ist erstmal, dass wir die großen Gasmengen, die wir vorher aus Russland bezogen haben, ja jetzt erstmal in Deutschland zur Verfügung stellen müssen. Und die gute Nachricht ist, da wird LNG im Prinzip einen großen Beitrag liefern können, sowohl in Wilhelmshaven als auch in den anderen Standorten. Diese Mengen, die sind natürlich auch als wichtiges Preissignal erforderlich, weil dadurch, wenn genug Mengen im Markt sind, wird das natürlich auch positiv sich auf die Preise auswirken. Eins ist klar, die günstigen Gaspreise, die wir vor Beginn des Krieges gesehen haben in Deutschland und in Zentraleuropa, die wird es auf kurze Sicht erstmal nicht geben. Holger Kretz, vielen herzlichen Dank für diese Einordnungen. Also ein wichtiger Tag, wichtige Tage für Deutschland jetzt, die dort in Wilhelmshaven jetzt bevorstehen. Dankeschön.